Was macht der denn? Was macht denn die Hand denn da? Hau die mal weg. Glück auf, sagt der Schenkel wieder. Ich habe mich heute schon mal richtig in Schale geworfen, denn morgen ist das Pokalspiel nämlich gegen Bayern München. Und ich habe da mal schon. Ich bin schon heiß auf dieses Pokalspiel. Entschuldigung, dass ich ein bisschen so. So Locken habe. Ich bin mal vor ein paar Stunden aufgestanden. Ja, Mittagszeit ist auch mal was Neues heute. Ich habe mir mal vorgenommen, so. Ja, solange es noch keine neuen Videos gibt, weil ich mich halt mal ein Update zu machen. Naja. Hauptsache, wen habe ich da heute hinten drauf? Ich gucke, ich drehe mich auch um. Ah, perfekt. Kuchuchu. Seht ihr? Den Kuchuchu. Nur die 15 kann man hier sehen, ja? Ja, richtig. Ach, mein Kuchuchu hat der gestern Geburtstag gehabt, wo der 20, zuvor wurde Benedikt Töbe das erst. Ich glaube mal 8, glaube ich. Ja, richtig, 8 Jahre alt. Naja, was ist heute das Thema? Nämlich das Pokalspiel, nämlich eben bei München. Ja, treffen nämlich zum dritten Mal auf die Leverkusen Freaks und ich habe mir mal vorgenommen, mal zu sagen, wie die Stimmung aktuell gerade ist oder was aktuell so richtig brenzlig ist. Naja gut, man kann ja eines sagen, die Bayern, die spielen natürlich ganz gut, haben seit der Liga 5-6-0 gewonnen in Hoffenheim, aber das Ergebnis, das trübt. Denn nämlich, ihr habt ja schon auch mittlerweile die Highlights von DAZN Sportbild oder was weiß ich alles gesehen, was da so für Beleidigung herrscht. Ich würde euch nur mal sagen, bitte hört auf mit dem Scheiß. Ja, es ist einfach eine Sache, die macht den Fußball kaputt. Ihr kriegt dafür jahrelanges Stadionverbot. Deshalb, lasst den Unsinn sein. Und besonders jetzt auch in den Pokalspielen und nächsten Wochen, weil es geht um mehr. Es geht um den DFB-Pokal, es geht um die Champions League, es geht auch um die Bundesliga. Ja, also, bitte lasst den Scheiß. Ja, ich weiß, dass ihr sehr, sehr leidenschaftliche Schalke-Fans oder auch Bundesliga-Fans seid, aber bitte lasst den Scheiß, ja. Ihr wisst, was mit den Zecken, also mit den Schwarz-Gelben da passiert sind. Die haben drei Jahre Steinverbot in Hoffenheim gekriegt. Also, bitte lasst den Scheiß, bitte lasst den Hopp in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Der hat nur den Fußball ein bisschen revolutioniert. Ich als neutraler Beobachter habe da die Ereignisse und die Geschehnisse an dem vergangenen Samstag gesehen. Ich war also in Dortmund, ja, kam nicht so viel zu rüber. Und bei Union Berlin am Sonntag gestern kam auch ein bisschen was darüber. Aber das in Hoffenheim, das geht gar nicht aus Sicht der Bayern-Fans. Und deshalb will ich einfach nur sagen, hört auf den Scheiß, ja. Ihr macht den Fußball kaputt, ihr macht sogar auch eure Fans kaputt, ihr könnt sogar eure Dauerkarte verlieren. Ihr könnt sogar auch Strafe sein, die müssen sogar sehr scharf sein. Ich glaube, geht das überhaupt? Naja. Auf jeden Fall, bitte lasst den Scheiß. Ja, das macht den Fußball einfach nur kaputt. Ja, dieses Thema. Also, weil München Pokal ist am Morgen, Dienstag, der 3.3. Heute ist der Montag, der 2. März. Und heute ist das Geschichtsträchtiges, oder zumindest was Historisches, denn heute vor fünf Jahren, ja, also 20, 19, 18, 17 und 16, ja, da auch andersrum, 20, 19, 18, 17, 16, ist es her, dass ich meinen Vater gemacht habe. Ich werde nicht so viel weiter reden, aber es ist für mich was Historisches. Ein bisschen so, ich hatte mal richtig Zeit mal so, schauen sie dann so, was ist das denn so? Und genau um diese Uhrzeit war es noch so, da war ich schon Vater gekommen. Ja, das war noch in der Schulzeit. Hier bellen ein paar Hunde. Auf jeden Fall, morgen gibt es wieder Videos gegen Bayern München im DFB-Pokal. Ich hoffe, was habe ich denn jetzt hier oben auf der... Ach, ein Haarteil, ja. Auf jeden Fall, morgen gibt es Pokal-Videos. Ob die wirklich noch morgen Abend, morgen Mitternacht kommen,
weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, wie das Spiel und wann das Spiel endet. Denn morgen habe ich euch schon mal eine kleine Information zu sagen. Nämlich morgen werde ich auf der Gegengerade sein. Erstmals Gegengerade. Nämlich habe ich von Cody ein paar Karten bekommen. Und da werde ich euch dieses Mal was filmen. Es ist eine neue Sichtweise. Ich war noch niemals in der Gegengerade bei einem Fußballspiel oder bei Bundesliga oder Pokalspiel oder Champions League gespielt. Da war ich gewesen und deshalb wird es morgen was anderes sein. Ich habe ja schon gegen Hertha, ich habe schon ein bisschen verdetzt. Das war ja nicht so richtig an, aber ja. Ja, wo könnt ihr dieses Spiel sehen? Zum einen Sky natürlich. Ich weiß nicht, wer kommentiert, ich denke mal, wohl Fußdatter kommentieren würde ich jetzt mal so tippen. Naja, und ja, und dann im ersten, das Spiel wird auch im ersten übertragen und ich denke mal, dass da höchstens Tom Bates, Steffen Simon, Gerd Gottlob oder ich glaube Sufen sogar kommentiert wird. Also ich weiß es nicht, ich gucke mir dann auch mal aber die Highlights an. Die Pressekonferenzen gibt es ja schon heute. Heute ist Pressekonferenz auf Schalke und in München. Und zu dieser Begegnung gibt es was richtig Geiles zu sagen. Und zwar nämlich, ist es das erste Spiel seit der Bekanntmachung? Oder ja, erst das zweite Spiel, nämlich, aber das wird wahrscheinlich nicht das erste Spiel für Nübel sein. Für Alex, also nach seinem Patzern in der Bundesliga. Ja, zuletzt auch gegen den 1. FC Köln. Und ja, jetzt muss man einfach nur sagen, lass den Schubert mal spielen, also lass Hubi spielen, weil wir wollen nicht gegen die Beine abgeklatscht werden. Also, David Wagner, wenn du dieses Video siehst, lass den Schubert dran. Wir wollen nicht abgeklatscht werden. Es sei denn, das sei denn, Nübel hat einen guten Tag und ja, also gib immer sein Bestes, ja. Also, könnte es so kommen. Ja, und was gibt es danach noch? Danach, wenn es so weiterläuft, dass wir dann ausscheiden, haben wir dann nur noch die Bundesliga vor sich. Und dann kommt Hoffenheim und dann in knapp 2 Wochen ist Derby angesagt. Ja, Leute, Derby ist angesagt. Weiter geht's. Jeder sieht die Dortmunder aus dem Zeckenstadion rauskicken. Habt ihr mich verstanden? Ja, also bis dahin ist doch aber noch was. Ja, und wie ihr glaubt, wird das schon eine sehr, sehr geile Stimmung sein morgen im Stadion. Ja, und mal gucken, vielleicht werde ich euch schon mal wieder vor dem Stadion was zu sagen, aber. Ja, wenn ich mal so umgucke, ich nehme mal hier die Kamera und im Moment sieht man noch nicht so viel. Weil hier ist es ist noch ein bisschen trüb, ja, aber es könnte sich ein bisschen so lichten. Ja, Schalke 95. Was kann man sagen? Hier, dieser Verein zählt. Jungs. Jetzt habe ich nochmal euch eine kleine Aufforderung zu sagen. Und zwar nämlich das Pokalspiel ist nämlich die Chance, den kürzesten Weg nach Europa zu kommen. Ich weiß es nicht, aber wir haben schon ein Pokal, das richtig geil ist. Also, erste Runde, Tor Nationalsohn, 5-0, das ist ja ganz klar. Torschützen 22, Steven Skripski. Zudem habe ich übrigens hier ein Trikot parat. Ich glaube, ich muss mal gucken. Ist es das hier? Ja. Hier. Ja, das Auswärtsrekord der vergangenen Saison. Ja, das ist das Auswärtsrekord der vergangenen Saison. Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen spiegelskeptisch. Ja. Ja, so, ja, toll. Ja, also hier ist diesen Griff geht das grüne Ausweichtrikot von letzter Saison. Ja, dann natürlich ich auch die Torschütze mit der 19 Guido Burgstaller. Oh, da war den habe ich auch irgendwo hier. Ich glaube, den habe ich sogar auf dem letzten Heimtrikot. Aber obwohl, den habe ich auch hier auf dem hier. Das ist die 19 Guido Burgstaller aus der Saison 17-18. Könnte man auch richtig gut erkennen, weil hier könnt ihr noch hier erkennen. Ja, die Adidas-Streifen mit dem dazugehörigen Bundesliga-Logo. Wenn ihr mehr sehen, wie ihr sehen wollt, wo ich euch mein paar Trikots präsentiere, dann schaut mal vorbei. Ich gucke mal, ob ich irgendwie hier das Trikot finde. So,
Alter. Ja. Also, hier. Hier ist es. Das erste Heimtrikot von Umbro. Ja, hier, 19. Guido Burgstaller. Ja, richtig, also hier kann man richtig schön erkennen noch. Hier kann man immer hier noch die Haken, die immer da. Ja, richtig. Also, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wo ich meine alten mal ein paar Trikots präsentiere, dann abonniert unbedingt diesen Kanal, damit wir höchstens noch die 100 Abonnenten erreichen können. 100 Abonnenten oder eine Million. Eine Million wäre fantastisch. Also, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, macht Werbung auch alle andere so. Ach, der Schalke für 90 macht wieder ein neues Video. Jo, der macht auch mal so andere Videos. Wenn ihr mal so andere Videos sehen wollt, also so Trikots und so, ja, dann wartet mal. Dann abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, macht Werbung, macht alles. Was ihr wollt, es ist einfach euch überlassen. Jetzt habe ich ein Haar noch drin. Ja. Na, auf jeden Fall. Morgen im Pokal gegen die Bayern sehen wir uns dann. Und mal gucken, vielleicht mit einer riesen Überraschung. Uns wäre natürlich der Einzug ins Halbfinale richtig geil. Ist apropos, der Weg ins Viertelfinale war Aura. Also erste Runde, Todesnase 5-0. Schuss und 22, Steven Kripski. 19 Guido Burgstaller, die 37 Levin Merchan und die 18 Hompong Daniel Caligiuri und und dann zweite Runde Pokal. Am Ende wird er 3-2 nach 3-0 Führung, ja. Aber egal, Torschütze hatten wir die 28, alles andere Schöpf. Und dann mit der Nummer 9 Benito Rahman und dem Rahman, den habe ich jetzt als Neues zugelassen. Ich hoffe, dass ich hier dieses Trikot finde. Wenn nicht, mache ich das euch in diesen Spezial-Extra-Videos. Ich muss mal gucken. Ach nee, das habe ich nicht da. Ja? Also vom Rahman habe ich auch noch ein Trikot. Ist das hier das Rahman? Ja. Was ist das hier? RBI Nummer 9. Benito Rahman. Ja, der Rahman, der hat uns im Pokal Achtelfinale gegen hat er noch gerettet. Erstmal die Torschützen zum 1-2, die 18, Daniel Caligiuri. Und der Torschütze mit 22, Amin Harit. Und der Torschütze mit der Nummer 9, Benito Rahman. Ja, gut. Hauptsache, euch gefällt das Video, bitte abonnieren und lasst den Scheiß mit den Ultras und den Fans, ja. Ihr Ultras könnt ihr sein, ihr könnt ruhig sein, aber bitte nicht diese Herzplakate gegen Dietmar Hopp. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der Arena, zum Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Das wird ein Spiel, das ich euch garantieren. Und schreibt mal schon mal in die Kommentare, so, was eure Tipps sind, so auch für neutrale Fans. Und bitte abonniert den Kanal, damit ihr noch für weitere geile Videos sehen wollt. Ich würde sagen, bis morgen und ja. Habt ihr noch was zu sagen? Abonnieren nicht vergessen. Kommentieren, kommentieren und liken. Damit wir die paar tausend Likes kriegen. Und ich sage, bis morgen, seid ihr schon gewinnt. Peace out, Glück auf!